Für die neueste Ausgabe der WGP-Porträtreihe Gesichter Pirnas fuhr ich nach Pillnitz. Hier im Schlossgarten traf ich den berühmten Opernsänger Thomas Tomaschke und dessen Frau, die promovierte Kunsthistorikerin Ivana Tomaschke-Wondrakova. Der Professor wurde 1943 in Pirna geboren, studierte an der Dresdner Musikhochschule Gesang und Liedinterpretation in Wien. Als Bassist sang er in den bekanntesten Opernhäusern der Welt und hat zahlreiche Gesangswettbewerbe gewonnen. Mit seiner Frau ist er mittlerweile seit über 50 Jahren verheiratet. Erst vor kurzem sind die beiden von Pirna nach Köln gezogen. Welche Rolle aber Pillnitz in ihrem Leben spielt, habe ich noch nicht herausgefunden. Herr Professor Tomaschke, Frau Tomaschke-Wondrakova, Sie wollten heute unbedingt, dass wir uns hier in Pillnitz treffen. Welche Rolle spielt denn dieser Stadtteil von Dresden in Ihrem Leben? Warum gerade hier? Dresden und insbesondere Schloss Pillnitz und die ganze Umgebung ist für uns ganz, ganz wichtig. Eine der schönsten Erinnerungen überhaupt in unserem Leben. Wir sind hier eingezogen als ein junges Ehepaar. Es war meine Dienstwohnung, weil ich beschäftigt war als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei staatlichen Kunstsammlungen. Das war an sich ein Privileg, hier im Wasserpalais zu wohnen, weil in Wasserpalais und Bergpalais durften nur 3 Familien von staatlichen Kunstsammlungen wohnen. Wir haben hier mehrere Jahre verbracht. Unsere beiden Kinder sind hier geboren und ganz klein hier immer im Park gespielt. Oder ich bin mit ihnen mit Kinderwagen herumgefahren. Und das, als wir hier wegziehen mussten, aus beruflichen Gründen, habe ich noch jahrelang geträumt, dass ich wieder zurück in Pillnitz bin. Und bin so glücklich, dass jetzt durch die ganze gesellschaftliche Entwicklung das wieder möglich ist und wir uns hier sogar treffen können zu diesem Anlass. Sie haben nicht nur jahrelang hier in Pillnitz gelebt, sondern Sie haben sich auch hier an dem Ort kennengelernt. Wie genau war das denn damals? Wie alt waren Sie überhaupt, als Sie sich kennengelernt haben? Da haben wir beide noch studiert. Wir waren, also ich war 20 damals und es war ein Zufall, dass die Fakultät meiner Frau von Karls-Universität Prag eine Exkursion in die staatlichen Kunstsammlungen nach Dresden machte. Und da haben wir uns an dem Tag, als sie ankamen, kennengelernt. Es führt vielleicht zu weit zu sagen, wie es entstanden ist. Aber es ist vielleicht ein Zufall. In der Familie, wo ich als Student Baby gesittet habe, diese Familie fuhr erstmals nach Prag und landete in einer Bierkneipe sozusagen meinen späteren Schwager kennen. Und als die Exkursion der Prager Studenten nach Dresden fuhren, hat man gesagt, also dann wollen wir mal die Familie besuchen. Und so haben wir uns das erste Mal gesehen und da wurde der Ausflug nach Schloss Pillnitz gemacht und das war dann der zweite Tag und dann fanden wir uns sehr sympathisch, würde ich sagen. Besonders und auf der Freitreppe und der Wasserpalais, da fanden wir uns sympathisch. Ihre Ehe wäre ja beinahe gar nicht zustande gekommen. Das wäre ja schlimm gewesen. Was ist denn da passiert? Ja, das ist eine sehr intime Sache, aber vielleicht können wir sie sagen. Der Hochzeitstermin stand fest. Wir haben übrigens übermorgen den 51. Hochzeitstag. 4 Wochen vor dem Hochzeitstermin hat mir meine Frau einen Brief geschrieben und gesagt, ich heirate nicht. Worauf ich ihr dann ein Telegramm geschickt habe, es wird geheiratet und das hat sie akzeptiert. Ein bisschen unsicher wurde ich mir nach so wenigen Begegnungen und auch man konnte manches doch noch nicht so besprechen. Aber es war schon richtig so. Genau. Und nach Ihrer Hochzeit, das heißt, Sie haben erst noch weiter studiert, dann sind Sie irgendwann nach Dresden gekommen, wie Sie schon erzählt haben, haben in den Kunstsammlungen gearbeitet. Wie sah es bei Ihnen aus? Sie waren doch auch fertig mit dem Studium in Dresden. Na, ich bin etwas später fertig geworden mit meinem Studium und dann bin ich zum Theater gegangen. Zu welchem hier? Also es gibt ja einige. Na, ich habe zunächst am Stadttheater Freiberg angefangen und war dort
erster Bassist mit 22 Jahren. Und dann wurde ich Gast an der Staatsoper in Dresden und an den Landesbühnen Sachsen hatte ich einen Vertrag. Und dann 1970 bin ich an die Leipziger Oper engagiert worden von dem berühmten Regisseur Joachim Herz, der international sehr renommiert gewesen ist durch aufsehenerregende Inszenierung, unter anderem den sogenannten Leipziger Wagnerring, der international sehr viel Aufsehen erregt hat, weil er ein bisschen das vorweggenommen hat, was man später bei den Bayreuther Festspielen gemacht hat, dass man das sozusagen die Oper wirklich ins 19. Jahrhundert gelegt hat. Das heißt, moderne Oper gespielt hat? Ja, modern, von heutigen Standpunkt ist das nicht mehr modern. Aber es war damals wirklich eine neue Sichtweise und es... Also so gesellschaftskritisch, nicht, würde man sagen können. Und für mich ist das natürlich auch dieser Ring wurde sozusagen ein Sprungbrett für meine internationale Karriere dann. Genau da habe ich mitbekommen, als ich versucht habe, sie mal so ein bisschen zu googeln, dass über die Zeit hier in Pillnitz und in Leipzig, das heißt, als sie von dem Schloss hier nach Leipzig gezogen sind, überhaupt nichts zu finden ist. Wie ist es zu dem Umzug gekommen? Das haben Sie uns gerade erzählt. Aber wie ging es dann weiter? Weil man findet eigentlich nur die Zeit, ab der Sie in Köln gelebt haben. Aber in Köln? Also wie sind Sie überhaupt in die BRD gekommen? Sie meinten vorhin schon Flucht, aber wie ist es dazu gekommen? Ich stamme persönlich aus einem religiösen Elternhaus. Mein Vater war in der Marienkirche Pirna Organist und später Kirchenmusikdirektor in Grimmitschau. Das hat zu einer bestimmten Erziehung geführt. Das heißt, ich bin nicht streng religiös, aber es gab bestimmte Dinge einfach in der Familie nicht. So war ich war eine Stunde Pionier, als ich in der Schule war. Dann haben meine Eltern gesagt, als ich das zu Hause erzählt habe, geh wieder in die Schule, melde dich wieder ab. Und ich habe versucht, weitgehend unpolitisch mich zu verhalten und war der Meinung, dass ich als Künstler für dieses Land viel tun kann. Aber eines Tages, als ich schon internationale Erfolge hatte, hat das der Politik, der damaligen Politik, nicht mehr gereicht. Und bestimmte Herren kamen zu mir eines Tages und sagten, wir haben aus Ihnen einen großen Sänger gemacht, jetzt tun Sie mal etwas für unseren Staat. Und dazu war ich nicht bereit. Und wir haben dann einen Weg gefunden, um das Land, die DDR, zu verlassen. Das hat dazu geführt, dass bis zur Grenzöffnung eigentlich ich die DDR nicht mehr betreten durfte. Und dass auch aus den Veröffentlichungen, die mit musikalischen Dingen zu tun haben, also Programmhefte oder Lebensdaten oder so etwas, das wurde leider getilgt und schlummerte wahrscheinlich in irgendwelchen Archiven. Und daraus ergibt sich sehr wenig Kenntnis aus dieser Zeit. Nun habe ich auch keine eigene Homepage, dann könnte man das vielleicht draufsetzen. Aber es war schon ein wichtiger Teil unseres Lebens, den wir in der DDR verbracht haben. Und auch viel beruflich erreicht. Ja. Und das zeigt auch, wie die Politik damals gewesen ist, weil zum Beispiel mein Mann ist Preisträger von verschiedenen internationalen Wettbewerben, aber er hat auch einen DDR-Wettbewerb in Zwickau, Schumann-Wettbewerb gewonnen. Und nach unserem Flug ist er als Preisträger dort getilgt worden. Aus den Publikationen, aus den Aufstellungen, welche Preisträger waren, in welchem Jahr dort was gewonnen haben, da verschwand er. Aber diese Zeit vom Künstlerischen gesehen war natürlich sehr erfolgreich, weil ich konnte als junger Sänger schon mit allen
Stargrößen damals mit solchen Namen wie dem Tenoristen Peter Schreier und mit Theo Adam, und es gab eine ganze Menge von berühmten Leuten, Sängern, singen, und auch mit Dirigenten, mit Kurt Masur, schon sehr jung, der sehr viel für meine Karriere auch getan hat. Und deswegen war es an für sich eine gute Zeit. Und ich weiß nicht, man kann es nicht rückwirkend sagen, aber wenn diese Situation nicht eingetreten wäre, dass man hätte auch da bleiben können. Aber ich glaube, wir hätten es getan, weil wenn man nicht in diesen inneren Konflikt gekommen wäre, dann, und sich nicht sagen müsste, wer weiß, was man mit irgendwelchen Informationen oder sowas jemandem schaden kann. Wenn man nicht in diese Dilemma gezwungen wäre, auch wirklich massiv mit Aussage, wenn sie nicht mitmachen, werden ihre Kinder nicht studieren können. Und wir haben auch bei anderen Familienmitgliedern erlebt, dass das wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht von sich aus auf die Flucht gedacht hätten. Ihre Flucht war ja wirklich so, dass Sie getrennt geflohen sind. Das heißt, Sie mit den beiden kleinen Kindern und Sie einen ganz anderen Weg genommen haben. Wie ist das damals gewesen? Wie haben Sie sich wieder getroffen? Wie haben Sie das Ganze organisiert? Das ist das ist eine lange Geschichte, wie wir es organisiert haben. Ja, ich hatte ein Gastspiel an das Theater La Fenice in Venedig mit Rheingold und Walküre, also zwei Wagner-Opern. Und in dem Falle durfte meine Frau als Touristin eigentlich, weil sie tschechische Staatsbürgerin war. Damals noch tschechoslowakisch. Tschechoslowakisch, ja. Bei ihrer Botschaft um Genehmigung bitten. Und dann musste ich unterschreiben, dass ich sie ernähren kann, dass ich ihr die Wohnung bezahlen werde. Und dann erhielt sie ein Tourismusvisum. Und du kannst das und mit den Kindern. Die Kinder hatten bei der Geburt beide Staatsbürgerschaften, sowohl die DR wie tschechoslowakische, weil wir, obwohl sie hier geboren wurden, Antrag stellen konnten innerhalb ihres ersten Jahres auch auf die tschechoslowakische. Und dann irgendwie Mitte der 60er Jahre ist aber ein Gesetz gekommen, dass nur eine Staatsbürgerschaft möglich ist. Und da haben wir uns bei den Kindern für die tschechoslowakische entschieden. Und somit, gerade bei diesem Gastspiel in Venedig, konnten die Kinder mit mir nur über tschechoslowakische Botschaft ein Visum bekommen, nach Italien zu reisen, allerdings nur für 14 Tage. Und mein Mann ist sofort, nachdem er seine Papiere, also Ausreisepapiere in der Hand hatte, nach Venedig gefahren. Da haben auch schon die Proben begonnen. Und ich hatte sie, glaube ich, noch nicht zugestellt, sodass ich eine Woche später mit den Kindern über Prag nach Wien gefahren bin, wo mein Mann mich auf dem Bahnhof dann erwartet hat. Und dann fängt aber erst das Drama an, wo wir dachten, jetzt sind wir nun raus, jetzt ist Ruhe. Und natürlich müssen wir sehen, wie wir weiter das alles schaffen und so weiter. Aber da fängt das an, eigentlich sehr dramatisch recht zu werden. Weil schon auf der Botschaft in Wien hat man sich einen ganzen Tag geweigert, meinem Mann bundesdeutschen Ausweis zu geben. Man hat sich geweigert, mir eine Einreisegenehmigung dann in Bundesrepublik und den Kindern zu geben. Wir mussten sofort zu geben, sondern ja, man musste einen Antrag stellen. Ich musste einen Antrag erstellen, was irgendwo auf zentralen Stellen ging und was mir dann nach Mailand geschickt werden sollte innerhalb von 14 Tagen. Und was aber alles nicht geklappt hat und wir mehrmals nach Mailand gefahren sind und dort wurde uns immer gesagt, ja, passen Sie auf Ihre Kinder auf, halten Sie sie an der Hand. In Venedig ist man mit Boot ganz schnell irgendwo in Jugoslawien. Und was machen Sie, wenn bei Ihrem Hotel Sie Tiere aufmachen oder dort jemand mit Maschinengewehr steht? Dann gehen Sie mit Ihren Kindern mit. Und da haben wir eigentlich erst richtig Angst gekriegt. Und das ging dann weiter, weil es gab dann auch wieder ein Verrat. Mein Mann wurde wohl bei den DDR-Behörden
von irgendeinen Kollegen, der auch in Venedig war, mitgeteilt, dass er wahrscheinlich mit der ganzen Familie nicht zurück in die DDR kommen will. Da wurde mein Mann dann schon gesucht und wir mussten uns von amerikanischen Dirigenten bewachen lassen. Und es endete damit, dass nach 6 Vorstellungen wir über Nacht ganz schnell mit Zug gefahren sind nach Mailand und in den Flugzeug gesetzt haben. Ich hatte keine Einreisegenehmigung gehabt. Und da ohne sind wir nach Frankfurt geflogen. Und dort hat das 6 Stunden gedauert, bis wir dann. Oder 8 Stunden sogar, ja. Bis wir dann irgendwie. Etwas langsamer, wie heute die Einreise der Flüchtlinge geht. Genau, das ist es ja. Sie hatten damals das Glück, Sie waren schon eine bekannte Persönlichkeit. Sie hatten das Geld, Ihr Leben zu finanzieren, auch in der BRD. Sie hatten Kontakte. Also so einfach kann man das nicht sagen, weil es war ja so, was man auch verdient hat im Ausland, musste man bis auf einen ganz kleinen Betrag, den man behalten durfte, umtauschen. Da gab es eine Agentur dafür, eine Künstleragentur. Und insofern, also als wir weggingen, hatten wir auch keine Ahnung, ob ich irgendeine Arbeit bekomme. Und wir hatten auch keine Rücklagen, sondern es war wirklich eine Flucht mit 2 Koffern, 2 Kinder. Und es war wirklich die Stunde Null. Dass es dann relativ schnell geworden ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich schon ein bekannter Sänger war. Aber man hatte nicht mehr den Bonus, den man sicherlich früher gehabt hat. Das bemerkte man erst später. Die DDR war ja ein kleines Land. Und dann, wenn man in die weite Welt kam, gibt es unglaublich viele Künstler. Und dann war man nicht mehr so ein Exot, in Anführungsstrichen. Und man musste sich gegen eine wirkliche große Konkurrenz durchsetzen. Und es gibt viele Kollegen, die auch die DDR verlassen haben und als sie es nicht mehr geschafft haben, sich wirklich durchzusetzen. Aber es hat geklappt mit viel Glück, die man auch braucht. Viel Fleiß. Aber wenn man schon aus dem Leben erzählt, als wir gingen zunächst übergangsweise nach Kassel, wo ich an der Oper war, für ein halbes Jahr, was ich an der Stelle, die ich irgendwie nach einem Vierteljahr bekam. Allerdings habe ich in einem Vierteljahr schon in der Münchner Staatsoper gastiert. Und wir zogen dann nach Köln. Und als ich dieses Engagement kriegte als erster Bassist an der Kölner Oper, wir mussten eine Wohnung mieten. Und es war wirklich so, dass als wir den Mietvertrag unterschrieben haben, meine Frau in dieser Nacht also nicht geschlafen hat und es ihr schlecht war, weil sie gesagt hat, wie sollen wir das jemals bezahlen? Also wir haben wirklich von der Stunde Null angefangen und es ist... Nachhinein können wir wirklich sagen, dass man auch Glück hatte, dass man auch wohl das Potenzial hatte, sich in der internationalen Konkurrenz durchzusetzen. Und gleich zu Anfang einige sehr schöne Gastspiele, so wie sofort in der Münchner Staatsoper bei Festspielen, Sommerfestspielen dort eine Hauptrolle in einer Uraufführung mein Mann gesungen hat. Und gleich ein Jahr danach Engagement nach Festspielen in Kleinborn. Das sind eine sehr prominente englische Festspiele, wo jeder, also wenn man das in Lebenslauf hat, ist das also wirklich non plus ultra. Und das hat natürlich dann auch wieder weitere viele Türen geöffnet. Und das, wobei ich sagen muss, mein Mann hat dafür auch sehr viel Engagement und sehr viel Arbeit da reingesteckt. Schon wenn er schon erwähnt hat, die viele große Rollen in fremden Sprachen, die er nicht kannte, zu erlernen. Das weiß ich noch, wie er also immer geübt und geübt, Französisch. Und das war schon, man muss natürlich auch diese
Engagement, innere Entschlossenheit dann auch haben. Was haben Sie in der Zwischenzeit gemacht? Sie hatten ja nun zwei kleine Kinder zu Hause, beziehungsweise etwas älter waren Sie dann schon. Wie haben Sie es geschafft, Ihren Mann, der ja nun wirklich europaweit unterwegs war, in allen möglichen Hallen gespielt hat, da mitzugehen, da die Ehe aufrechtzuerhalten? Bei vielen zerbricht es ja dann. Das ist wahr, ja. Das haben wir auch im Bekanntenkreis öfters erlebt, dass dann die Ehe an lange Abwesenheit vielleicht dann zerbricht. Oder manche Ehefrauen sind dann überall mitgeflogen, sicherheitshalber. Weil natürlich bei zwei Kindern, die da eingeschult wurden und man das auch irgendwie sehen sollte, wie sie selbst zurande kommen. Ja, sie hat gehalten, die Ehe, wo ich konnte, bin ich mitgefahren. Zumindest war mir immer ganz wichtig, bei den Premieren zu sein, um also irgendwie dann meinen Mann beiseite zu sein. Wenn es ging, haben wir auch die Kinder genommen, besonders zu sommerlichen Festspielen. Und da sie ganz gut in der Schule waren, war es durchaus auch immer wieder möglich, dass sie für zwei Wochen zum Beispiel aus der Schule konnten, sodass sie mit in England waren, in Schottland bei Edinburgh Festspielen, in Italien bei Maggio Musicale und so weiter. Und das waren auch schöne Erlebnisse und die Kinder denken gerne daran, weil das war für sie auch jetzt nachhinein, sind das auch schöne Erinnerungen. Freilich waren einige Gastspiele, wo ich gerne gewesen wäre, wie zum Beispiel, als man zum ersten Mal in Kapstadt gesungen hat. Da warst du irgendwie mehrere Wochen, zwei Monate weg und da konnte ich nicht hin. Das hätte mich wahnsinnig gereizt, aber es klappte nicht immer. Das war die Erstaufführung auf dem afrikanischen Kontinent von Tristan und Isolde. Die fand also in Kapstadt statt und war deswegen sehr beachtet und aufsehenerregend. Und es war übrigens eine ganz interessante Zeit noch, weil es war 81, als die Apartheid noch war. Und man hat, oder besser gesagt, es hat sich gezeigt, dass für Theaterleute diese Dinge nicht mehr so eine große Rolle schon damals spielten, weil wir saßen mit Farbigen und Schwarzen in der Kantine zusammen. Das war kein Problem. Also man sieht, dass die Kunst da immer etwas schneller ist. Ich habe dann übrigens später nach dem Fall der Apartheid in Kapstadt auch gesungen. Da war es ganz interessant. Da wurde Aida gespielt. Ich habe die Hauptrolle des Oberpriesters Ramphis gesungen. Es war fast alles nur von den Sängern jetzt sozusagen schwarz oder farbig. Die wurden hell geschminkt und ich als Weiße wurde dunkel geschminkt. Aber es war trotzdem eine sehr gute Inszenierung und es ist ja auch ein wunderbares Land und vor allen Dingen in der Kapprovinz. Das sind Eindrücke, die man bei diesem Beruf ja hat. Man ist in dem Sinne kein Tourist, sondern man lebt dort und arbeitet zwischen der Bevölkerung und dadurch kriegt man viele gute oder auch schlechte Einblicke in das Leben der Menschen dort. Aber das macht es interessant, so, wo andere Leute in ferne Länder reisen müssen. Also ich habe beispielsweise mal eine ganze Reihe von Vorstellungen und Konzerten in Buenos Aires gehabt, an dem berühmten Theater Colón. Und da war eine Pause zwischen den Aufführungen von drei Wochen, dann konnte man auch durch das Land reisen. Also diese Dinge sind schon sehr interessant, wenn man über längere Zeit in einem Land arbeiten kann. Und das ist ja sehr oft, dass man eben erst die Proben hat und dann die Vorstellungen. Bei den ganzen Highlights, was war denn für Sie persönlich das Größte, das Beste für Sie, wenn Sie zurückblicken jetzt auf das, was Sie alles schon getan haben, auch schon zu DDR-Zeiten? Es ist schwer zu sagen, weil das sind viele Dinge, die ganz interessant waren.
Es müssen auch nicht immer die ganz Großen sein. Es hängt auch mit den Lebensetappen zusammen. Also ich erinnere mich jetzt in dem Jahr, als wir wussten, dass wir weggehen. Das war Weihnachten 1975. Und das war eine Fernsehsendung, die wir hatten mit unseren zwei kleinen Kindern auf dem Weihnachtsmarkt von Leipzig. Das sind dann natürlich Eindrücke, die irgendwie bleibend sind. Aber wie kam es jetzt eigentlich, dass Sie bei diesen ganzen Riesenauftritten dann zurück nach Pirna gekommen sind, also von Köln zurück nach Pirna zu ziehen, nachdem man den Osten ja verlassen hat? Okay, die Grenzen waren jetzt endlich offen, aber wie kam es denn, dass Sie sich dafür entschieden haben, in diese Stadt zurückzukehren? Bevor wir die DDR verließen, habe ich Christus, Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach in der Kreuzkirche in Dresden gesungen. Und als die Grenze geöffnet war, habe ich wieder sozusagen an derselben Stelle wieder mit Matthäus Passion und Kreuzkirche Christus angefangen mit der Partie. Und das sind so Lebensbögen oder Kreisläufe, die sich schließen. Und letzten Endes ist es dann auch die Sache mit unserer Rückkehr nach Pirna so gekommen durch ein Lebenswerk, was wir beide angefangen haben, unmittelbar nach dem Fall der Mauer, in dem wir uns vorgenommen haben, ein deutsch-tschechisches Festival in der Grenzregion zu installieren, in der Überzeugung, dass wir etwas aus unserer Lebenserfahrung in diese neue Zeit einbringen müssen. Wir kannten also einen Teil durch unsere Jahre schon, die wir in Westdeutschland gelebt haben. Meine Frau hatte natürlich Lebenserfahrung mit der Tschechischen Republik oder Tschechoslowakischen Republik. Dann hatten wir die DDR-Jahre unseres Lebens. Und daraus haben wir wussten alle eigentlich, deswegen ist es erstaunlich, dass man so unflexibel oder phlegmatisch ist sogar, wenn es darum geht, etwas zur neuen Zeit beizutragen, weil wir sind eine Generation, die durch den Prager Frühling geprägt ist. Also Einmarsch. Einmarsch der sowjetischen Armee, ja. Und Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei. Also das. Und wir haben, also, oder ich habe, aber ich spreche mit wir haben gesagt, wenn wir nicht politisch konform sind, können wir uns nicht so engagieren, wie wir wollen. Und jetzt ist die Chance da gewesen. Und an für sich hätte jeder sagen müssen, also auf seinem Gebiet, ich will dazu beitragen, dass sich bestimmte Entwicklungen ändern und positiv verändern. Aber wie genau ist es jetzt wirklich passiert, dass Sie von Köln dann nach Pirna zurückgekehrt waren? Das war ja mit dem Projekt Grenzgänger. Das ist verbunden damit. Das haben Sie ja zusammen sozusagen mit der Gesangsmeisterschule ins Leben gerufen. Ja. Wie genau hat sich das entwickelt? Naja, als anfing wieder, man konnte auch wieder in die DDR zum ersten Mal reisen, ne? Haben wir Kontakte mit unseren alten Freunden selbstverständlich persönlich aufgenommen, mit denen man, soweit das möglich war, vielleicht auch ab und zu mal brieflich in Kontakt war. Und da haben uns Freunde, die in einem Dorf am genau Grenze zwischen Sachsen, Thüringen, Bayern und auch in der Nähe zur Tschechoslowakei dort als Pfarrer und Ärztin gelebt haben im Pfarrhof und etabliert haben eine kleine Konzertreihe Musik in Mislaroy, so heißt dieser Dorf heute noch. Und da wurde mein Mann dann eingeladen zu einem Konzert, was er dann zum ersten Mal mit seiner ehemaligen Dresdner Pianistin, Frau Professor Geisler, sie wieder zusammen spielen konnten. Und bei diesem Konzert war es zum ersten Mal möglich, dass auch Leute oder Publikum aus Hof, aus Bayern, durch eine Mauer in geteiltem Dorf Mödlareuth zum Konzert gekommen sind. Es gab dort wirklich in dem Ort Mödlareuth noch eine Mauer. Und da wurde in
zu Silvester 1989, dieses Silvesterübergang wurde in die Mauer eine schmale Öffnung hineingefräst. Und dort kam, das Konzert war dann im März 1990, und da kam das erste Mal sozusagen das Publikum aus dem Westen in den Osten. Und nach dem Konzert, das war übrigens die Winterreise von Franz Schubert, haben wir mit einem Glas Wein da gesessen und eben diese Dinge diskutiert. Was tun wir, was können wir tun? Und dann haben wir zunächst gesagt, ich mache eine Meisterklasse in dieser Region, weil ringsherum war das Grenzsperrgebiet bis dahin. Und wir haben das realisiert noch unmittelbar nachdem die D-Mark eingeführt worden ist. Ich glaube, an demselben Tag übrigens haben wir angefangen. Und da kamen viele Leute zusammen aus Holland, aus Mexiko und aus der DDR und Österreich und Westdeutschland. Und mit denen haben wir also sozusagen im Sommer 1990 diese Meisterklasse gemacht. Und das war eigentlich sehr idyllisch in diesem Pfarrhof, weil man konnte also mit den jungen Leuten nicht nur singen, sondern auch Lagerfeuer machen am Abend. Und dort ist dann die Idee entstanden, dass man wirklich ein Festival gründen könnte. Und gerade in der Grenzregion, ja, mit der Idee zu verbinden, ein altes Bundesland Bayern mit einem neuen, dass die Leute sich da irgendwie anfangen zu begegnen, und mit Westböhmen, also heutigen Karlsbader Regierungsbezirk. Und ja, da hat man einen Verein gegründet mit, ja, etwa 17 Mitgliedern. Da waren die Kursteilnehmer, wir, diese Pfarrer Schubert mit seiner Frau Dr. Schubert und sogar ein paar Dorfbewohner, die dann sich schon auch von der Idee da anstecken ließen. Und dieser Verein hat sich jetzt als Ziel und Satzungsaufgabe gestellt, ein Festival zwischen Bayern, Sachsen und der Tschechoslowakei damals zu etablieren. Und dann haben Sie gedacht, jetzt packen wir unsere Koffer und ziehen zurück. Nein, nicht sofort. Wir haben zunächst gedacht, das macht der Verein, und wir beauftragen eine Agentur, dass sie uns ein Konzept und das irgendwie umsetzt. Aber die Agentur, die hatte sich 2 Jahre hätte sie sich Zeit genommen, um ein Konzept zu entwickeln. Da haben unser Verein gesagt, ja, dann müsst ihr das machen. Ihr habt Kontakte und bestimmt wissen, mein Mann ist doch bei so vielen Festivals gewesen, da weiß er wissen, wie es laufen soll. Und haben gesagt, okay, das machen wir, und dachten zunächst, wir machen das von Köln aus. Was auch irgendwie ein Vorbereitungsjahr ging das. Aber sehr bald hat sich herausgestellt, dass man muss vor Ort sein, man muss die Leute kennenlernen, die Pfarrer, die Kulturmacher, die Bürgermeister. Und da sind wir zunächst erst dorthin in dieser Region Vogtland und Oberfranken gezogen, haben einige Zeit in Hof gewohnt, dann ein paar Jahre in Plauen, bis dann der Augenblick kam, wo das sächsische Kulturministerium an uns mit der Bitte herangetragen ist, auch die sogenannte Achse Prag-Dresden einzubeziehen in dieses Festival. Das war 2003, ja, da hat unser Festival schon 10 Jahre Bestand gehabt, hat sich etabliert, war sehr erfolgreich. Und dass aber eine neue Region, Sächsische Schweiz, Erzgebirge, Nordböhmen, haben gedacht, die müssen wir auch wieder kennenlernen, die Leute müssen uns kennenlernen. Und das dachten wir, wir ziehen erst nach Dresden. Und dann hat uns aber der damalige Oberbürgermeister, Herr heutige Innenminister von Sachsen, gesagt, warum ziehen Sie nicht nach Pirna? Wir haben dort gerade freie, wunderbare Räume, wo früher, was war denn dort, Verwaltung? Einwohnermeldeamt war. Einwohnermeldeamt war das. Und gleich neben Büro von Euregio Elbe Labbe auch, das ist auch eine Institution, die Kontakte zwischen Sachsen und Nordböhmen pflegte.
Und wir sagten, ja, wieso eigentlich nicht? Mein Mann ist Pirnaer, nicht? Also da, das ist doch viel, viel, viel besser. Dabei hat man trotzdem Nähe zu Dresden. Und so kam es, dass wir, um zu erweitern das Festival, nach Pirna gezogen sind, wo bis heute unser Büro ist. Und in dem Büro sind Sie bis heute noch der Verein? Wir persönlich sind nun nicht mehr in dem Büro, weil wir in diesem Jahr, war das für uns der letzte Festivaljahrgang. Das war unser eigener Wunsch. Wir hätten das sicherlich noch weitermachen können, aber wir dachten, nach 25 Jahren Führung dieses Festivals mit Europa wäre die Zeit gekommen, es auch in jüngere Hände zu tun. Aber also die Büros sind noch da und ich schlage vor, wir schauen sie uns an. Also Sie haben es mir schon in Pillnitz verraten, 2003 haben Sie hier das Büro in Pirna bezogen. Aber es ist ja eigentlich auch nicht das einzige Büro, was das Festival Mitte Europa hat. Wo sind die anderen? Ja, also es gibt eigentlich nur ein Hauptbüro und das ist jetzt in Pirna. In Plauen, bevor dieses Festival erweitert worden ist, eben in diesem Raum hier, im Pirna-Raum und nach Nordböhmen, gab es nur in Plauen dieses Büro und auf bayerischer Seite eine Repräsentanz und auch auf der tschechischen Seite. Die Repräsentanz in Eger auf der tschechischen Seite ist wunderbar, weil sie uns hat das die Stadt Eger gegeben. Das ist auf dem Marktplatz, in dem sogenannten Stöckelhaus, hat viel Atmosphäre. Und das ist natürlich nur während des Festivals besetzt, dass man dort Karten kaufen kann und dass man einen Sprechpartner hat. Und das nach dieser Erweiterung und dem Pirna Büro haben wir das Plauener Büro behalten, weil eigentlich dort, wo die Spielorte sind, des Festivals, das sind ja immerhin 65 Orte, wo es stattfindet, es ist oftmals keine Infrastruktur da, die man an für sich erwartet. Das heißt, es gibt keine Podeste, es gibt keine Scheinwerfer, es gibt natürlich Strom. Manchmal gibt es auch keine Stühle, das kommt ganz drauf an. Und das haben wir alles dort gelagert. Es sind nur drei Räume, die dort sind. Und jahresüber muss man das ja unterstellen. Also deswegen kann man die Podeste und Scheinwerfer, das wird während des Festivals ausgeräumt und dann stehen die Büroräume zur Verfügung. Und die Überlegung ist natürlich auch, drei Viertel aller Veranstaltungen finden doch in diesem Dreiländereck Bayern, Böhmen, Sachsen statt. Und dann ist Plauen die zentrale Stelle. Hätten Sie vor 25 Jahren, ist es ja jetzt schon gedacht, dass sich das Festival so entwickelt, dass Sie so geehrt werden dafür? Ich meine, es ist ja beinahe gar nicht zustande gekommen. Das war ja ein Riesenzufall, dass Sie die Finanzen für das Festival überhaupt erhalten haben. Ja, das war wirklich auf der Kippe. Wir haben den ersten Jahrgang vorbereitet, nachdem wir das Projekt, wir hätten es nicht gedacht, dass es so erfolgreich ist. Wir sind ein gemeinnütziger Verein bis heute noch und damals sowieso noch kleiner als jetzt. Jetzt haben wir noch viel, viel mehr Mitglieder gewonnen und haben das Projekt zunächst in Eger vorgestellt, der Region, mit der Frage, ist die Region überhaupt interessiert an so etwas? Und das hätte auch sein können, dass das keine Resonanz gefunden hätte. Es war aber wohl schon die Zeit, die das gebraucht hat, weil schon zu dem ersten offiziellen Jahrgang schon 35 Kommunen von Vogtland, Oberfranken und Westböhmen sich beteiligt haben. Aber dieses Eröffnungskonzert 1992, was super besetzt war mit den ganz prominenten, bedeutendsten tschechischen Dirigenten Jiří Bělohlávek, mit Bamberger Symphonikern in Plauen, also Verbindung Tschechien, Bayern, Sachsen, hätte fast nicht stattgefunden, weil wenige Wochen davor wurde uns mitgeteilt, dass alle Anträge, unsere ganzen Papiere, Finanzaufstellungen und so weiter verschwunden sind.
im Kulturministerium in Sachsen, also was für uns zuständig war. Waren wir 4 Wochen vor Festivalbeginn, also 91 war dieser Nulljahrgang und 92 wurde das offiziell eröffnet in Plauen. Und war eigentlich, wir hatten die Verträge unterschrieben und es waren keine Förderanträge mehr vorhanden. Und es wurde uns erklärt, also Sie können das so einfach kurz nichts machen. Nichts machen. Und so wie auch wir immer Glück hatten, ich klopfe auf Holz, ja. War es so, dass wir gemeinsam von einem meiner Gastspiele von Italien zurückflogen über Frankfurt nach Köln. Und in Frankfurt bei der Zwischenlandung sagte meine Frau zu mir, schau mal, da geht Herr Ministerpräsident Biedenkopf, den solltest du mal ansprechen. Und weil man wollte nicht, wir kannten ihn ja noch nicht irgendwie persönlich natürlich. Also ich habe ihn doch angesprochen und er hatte auch eine halbe Stunde Zeit in der Zwischenlandung und war wahnsinnig nett und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, ich werde das regeln. Und er hat es tatsächlich geregelt, sodass das Festival stattgefunden hat. Aber wäre diese Begegnung nicht zustande gekommen, hätte es kein Festival gegeben. Dann würden wir heute nicht sitzen. Und ich muss sagen, dafür sind wir sehr dankbar, weil das doch irgendwie unbürokratisch ermöglicht hat. Ist dann auch die ganze Zeit, wo er Ministerpräsident Sachsen, unsere Schirmherren gewesen. Und immer, wenn wir uns bei verschiedenen Anlässen begegnet haben, haben wir immer wieder gedankt, dass er uns damals in Frankfurt angehört hat und auch dann irgendwie was getan hat, wirklich. Nee, das glaube ich. Jetzt haben Sie ja Schirmherren wie Angela Merkel, Stanislaw Tillich und sogar noch viel mehr, also nicht nur ein Schirmherr. Wie ist das aber gewesen? Sie haben vor uns über die bildenden Künste gesprochen, Sie eher natürlich über die Musiker. Ist man sich dann eigentlich einig, was das Highlight in den 25 Jahren war? Oder hat jeder sein eigenes kleines Highlight? Nein, es ist wieder genauso schwer wie die Frage, über das sängerische Leben zu sprechen. Es gab viele Dinge, die sehr interessant waren und Highlights waren. Aber ich möchte trotzdem eins herausgreifen. Das ist das mit Lord Yehudu Menuhin, der also ein weltberühmter Geiger war und sich für die Völkerverständigung auch wahnsinnig eingesetzt hat. Und ich habe schon vor dem Festival mit ihm musiziert und als ich ihm erzählt habe, dass wir das planen, sein Festival, hat er uns sehr ermuntert, das zu tun. Und ist jedes Jahr bis zu seinem Tod da gewesen und hat mit einem Orchester gespielt. Und diese Konzerte sind sehr eindrucksvoll, weil er hat manchmal zwischen einem Satz oder nach der Pause sich plötzlich zum Publikum umgedreht und hat ihnen erklärt, also dem Publikum erklärt, wie wichtig es ist, dass so eine Aktion mithilfe der Kunst stattfindet, weil das die Brücke ist, auch die sprachliche Brücke natürlich, weil wir eher deutsch-tschechisch unterschiedlich sind und dass man das nicht aus den Augen verlieren sollte und immer wieder dran denken sollte, dass man solche Aktionen tut. Und das sind, natürlich gibt es auch andere Dinge, zum Beispiel als der weltberühmte Cellist Yo-Yo Ma da war, der dann sich ein Konzert angehört hat. Am Vortag reiste er an von einem tschechischen Künstler, von einem Geiger. Und der dann sagte, in meinem Konzert muss ich ein Stück mit dem tschechischen Geiger spielen. Also das, Ivan Cenaty, da ist er, auch ein ganz berühmter tschechischer Violinist. Ja, also das sind dann Momente, die auch besonders haften bleiben, weil sie diese Philosophie des Festivals auch. Und sie sind dann, der hat ihm auch tatsächlich aufs Podium geholt und sie haben ein Stück zusammengespielt, was sicherlich für Ivan Cenaty auch ein Erlebnis gewesen ist. Und sind Sie jetzt eigentlich der Ansicht, dass Sie nach 25 Jahren Festival Mitte Europa Ihr Ziel schon erreicht haben, die Grenzen zum Schmelzen zu bringen? Oder ist da noch viel Arbeit? Naja, es gibt viele Dinge, die, da kann man sicherlich mal ein Buch darüber schreiben, weil es Zeit dafür ist.
die bewegt worden sind. Man kann natürlich feststellen, anhand des Publikums, was sich in der Bank sozusagen des Konzertes kennengelernt hat. Und wir wissen, dass sie dann außerhalb des Festivals Kontakte haben wieder und sich besuchen. Das gibt es. Interessant ist auch, dass sehr viele Orte überhaupt wieder in den Blickpunkt gekommen sind von den Leuten, die kaputt gewesen sind. Also ein kleiner Ort eben auf der tschechischen Seite im Sperrgebiet der Tschechischen Republik oder der Tschechoslowakischen Republik in dem Fall. Das war eine Wallfahrtskirche früher. Die war verfallen. Nach der Wende war das zunächst ein Vietnamesenmarkt. Und dann, als wir aber anfingen, auch eine Kirche in Eger für das Festival zu öffnen, die seit 1945 geschlossen war, die heute jetzt genutzt wird. Das ist das, was wir wollten, dass wir auf bestimmte Dinge aufmerksam machen und dass andere Leute es fortsetzen. Also beispielsweise hat sich aus diesem Ego-Kontakt dann zu diesem kleinen Ort Pomesi ergeben, dass auch die Kirche in der Zwischenzeit aufgebaut ist. Und das Festival macht jedes Jahr ein Konzert dann in dieser kleinen Kirche und es kommen Leute und sagen, das ist schön und es engagieren sich eben Leute dafür. Und deswegen ist das Festival nicht ein Selbstzweck gewesen unter unserer Leitung, sondern wir wollten etwas bewegen und wir wollten sozusagen ein Motor sein für Aktionen, dass Leute sagen, ja, es sollte was gemacht werden. Und wenn dort eine alte Fabrik ist, so zum Beispiel das Konzert, was wir vorgesehen in der Hengstfabrik gemacht haben in Pirna, Fensterfabrik, die ist geschlossen. Aber es wird immer diskutiert, was wird mit dem Gebäude gemacht? Kann man es nutzen? Wurde sehr viel geplant, sehr viel geredet. Und ich habe dann gesagt, wir müssen einfach mal ein Konzert da drinnen machen, damit die Leute das von innen sehen. In dieser Fabrik sind alle Maschinen noch vorhanden. Also man muss überlegen, was macht man da? Und das war ein ganz großer Erfolg und natürlich auch von der Stimmung in so einer Maschinenhalle. Wir haben sogar eine Komposition gemacht für Violine, Hobelmaschine und Kreissäge. Oh Gott. Aber es hat sehr... Hat waren nicht zu lang. Aber es bot sich an. Also das sind so diese Aktionen, die da sind. Und deshalb ist auch das Festival von Anfang an nicht irgendwie auf Musik nur ausgerichtet, sondern es hat viele Künste in sich, manchmal sogar innerhalb einer Veranstaltung, damit Menschen zusammenkommen. Und das ist die Aufgabe, denn es gibt natürlich auch in diesen Grenzgebieten kulturelle Aktionen eigene. Aber das ist eine konzertierte Aktion, die auch in der Darstellung nach außen eigentlich eine gemeinsame sein soll. Deswegen haben wir ein gemeinsames Logo dafür. Und wir hoffen, dass unser Nachfolger diese Dinge, auch wenn er eigene künstlerische Wege geht, diese Grundregeln weiterführt, weil das sind bestimmte Traditionen, die man aufbaut. Es gibt natürlich auch Festivals, die jedes Jahr ein neues Logo entwickeln. Aber es gibt auch die andere Richtung, der wir uns durchaus verpflichtet fühlen, etwas Langfristiges zu schaffen. Und wenn ich da an der Wand mein erstes Plakat von der Mailänder Scala sehe, das Erscheinungsbild der Mailänder Scala ist seit 150 Jahren immer das Gleiche, das Grundprinzip, und das prägt sich ein. Und sicherlich, wenn das an einem Ort ist, kann man auch mal das Logo ändern. Aber wenn das in 65 unterschiedlichen Orten ist, muss man eine Klammer finden. Und ich denke, dass wir bis jetzt diese Tradition aufgebaut haben. Und im Resümee kann man sagen, dieser Weg, viele Künstler einzubinden, auch viele internationale Künstler einzubinden, aber
auch viele jüngere Künstler einzubinden und auch zu sehen, was in der Region, es gibt durchaus manchmal in der Region, auch in den Grenzgebieten, Begabungen, die überdurchschnittlich sind und die man also auch einbeziehen kann. Also Sie haben es gerade erwähnt, Ihr Nachfolger nach 25 Jahren Leitung des Festival Mitteleuropa ist Manfred Schmidt geworden. Fällt es Ihnen beiden schwer, jetzt die Finger aus der Leitung zu lassen, weil es ist ja doch Ihr Baby, oder gewähren Sie ihm da freie Laufbahn? Also was diese künstlerische Belange, muss er seine eigenen Wege gehen. Natürlich sind wir immer bereit, ihm, insbesondere was die tschechische Kulturszene, wenn er möchte, eine Empfehlung zu geben, aber nicht, sonst muss er seine künstlerische Profile allein aufbauen. Das, worauf uns aber sehr liegt, ist, dass diese Ausgewogenheit zwischen Sachsen und Bayern und zwischen Deutschland und Tschechien erhalten bleibt, dass keine von diesen drei Regionen irgendwie sich benachteiligt fühlt, sowohl in der Menge der Veranstaltungen, in der Beachtung der Traditionen und so weiter. Und was zwischen Deutschland und Tschechien wichtig ist, auch der Sprache. Das möchten wir schon und haben wir auch schon Herrn Schmidt gleich zu Anfang an probiert ans Herz zu legen, dass man die Sensibilität zwischen den Völkern beachtet und sich dem öffnet, dass man wirklich sensibel sein muss. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn man gute Beziehungen zwischen den Nachbarn pflegen möchte. Okay. Und in Köln, wie sieht es jetzt da aus? Sie sind hingezogen. Wollen Sie sich da jetzt Zeit für die Familie nehmen, für irgendwas anderes, oder wird da jetzt auch ein Festival noch entstehen? Nein, ich glaube, wir haben genug Festivalzeit gehabt. Es war ja eine ganz spannende Zeit. Und es ist übrigens, was meine Person betrifft, auch spannend, weil man wechselt sozusagen mit der Funktion auch die Seite. Sonst wird man engagiert als Künstler. Und hier muss man die Auswahl selber treffen und engagiert die Künstler. Das ist noch eine andere Facette, aber ich möchte sie nicht missen. Vielleicht, wenn ich das früher schon gewusst habe, alles, was ich heutzutage weiß von der anderen Seite, also eines künstlerischen Leiters, hätte ich meine Karriere nicht anders gestaltet, aber ich hätte über bestimmte Dinge nicht nachdenken müssen. Das heißt, man kann nicht immer denselben Künstler engagieren. Das würde nicht gut sein. Man kann es in Etappen machen, aber man muss auch sehen, dass die Gesamtheit des Programms stimmt. Also wir werden sicher Zeit haben in Köln. Wir kehren sozusagen nach Jahren zurück nach Köln, weil ich 18 Jahre dort ja gearbeitet habe auch. Und der Verein hat uns also zu Botschaftern des Festivals Mitteleuropa ernannt. Das heißt, wir werden entsprechende Lobbyarbeit, je nachdem, wie man das sagt, für das Festival machen. Und es sind ja wichtige Dinge, die wir immer gemacht haben. Wir haben immer die Kontakte gesucht, weil ich wiederhole mich noch einmal dazu, der Ausgangspunkt dieses Festivals ist ja dieser gesellschaftliche Umbruch und unter dem Eindruck der Politik oder politischen Entwicklung entstanden. Und darauf haben wir immer geachtet. Und im Resümee kann man nicht sagen, dass es alles leichter geworden ist, sondern es treten in den Grenzzonen ja immer wieder neue Spannungen auf, die man aufgreifen muss, um dagegen anzukämpfen. Und das ist auch wieder das Spannende an diesem Festival, dass es so ist. Und das ist der Sinn eigentlich. Und das wäre mein Wunsch, dass dieser Sinn auch bei der nachfolgenden Generation sozusagen bestehen bleibt. Weil sonst wird das Festival nicht überleben. Die Stärke dieses Festivals liegt in dieser
in dieser Form, die wir sehr erfolgreich, denke ich, geschaffen haben und auch praktiziert haben 25 Jahre. Ich möchte natürlich sagen, der künstlerische Weg, das ist, muss jeder künstlerische Leiter selber entscheiden. Aber diese Grundregeln, die wir geschaffen haben, sollten nicht völlig außer Kraft gesetzt werden, auch wenn sie sich verändern können. Und sonst würden wir uns natürlich freuen, dass wir in Köln unsere Tochter ganz in der Nähe haben, mit zwei Enkelkindern, sind ja Zwillinge, 8-jährig. Mit Pirna bleiben wir insofern verbunden, dass auch in Pirna wir zwei Enkelkinder haben, zwei Jungs, Maxim und Adam. Maxim geht schon hier ab das tschechische Gymnasium. Ich glaube, Adam wird in einem Jahr dem folgen, sodass wir sicherlich auch sehen wollen werden, dass wir uns öfter sehen, hierher kommen oder sie zu uns kommen. Die beiden sprechen übrigens hervorragend. Beide sprechen super, sowohl Deutsch wie Tschechisch, da ihre Mutter auch Tschechin ist. Also unser Sohn hat eine Tschechin geheiratet. Und wir haben aber auch noch andere Pläne. Die Familie wird jetzt ein bisschen mehr zugekommen, als es in den Festivaljahren war. Aber ich würde zum Beispiel persönlich sehr gerne anknüpfen an meine Jahre in Dresden oder in Pillnitz, als wir da gewohnt haben. Da habe ich ein Werkverzeichnis eines deutschen Konstruktivismen, Hermann Gleckner, bis 1945 erstellt. Habe sehr, sehr viele Aufzeichnungen, auch einige Werke von ihm. Und wenn ich vielleicht eins von seinen sogenannten Tafeln zeigen kann. Kunstfreunden ist der Name, wie auch seine Tafel, Begriff. Diese eine habe ich von ihm persönlich geschenkt gekriegt zur Geburt unserer Tochter. Und da möchte ich Erinnerungen schreiben an meine Tage Samstag im Künstlerhaus, wo ich jeden Samstag zu ihm gefahren bin, als ich sein Werkverzeichnis geschrieben habe. Und viele Gespräche, viel von seinem Privatleben erfahren habe. Das habe ich mir sozusagen aufgehoben, wenn ich mehr Zeit habe. Schön. Das heißt, Sie werden nie zur Ruhe kommen, so wie sich das anhört. Sie werden immer viel zu tun haben. Ich finde auch, Ihre letzten Worte waren schöne abschließende Worte für das Gespräch heute. Wir haben uns sehr nett, sehr lange unterhalten. Und Ihnen, liebe Zuschauer, hoffe ich, hat das Gespräch auch sehr gefallen. Sie haben viele Informationen über die Familie Tomaszke Wondrakowa bekommen und erhalten können. Und ich hoffe, auch beim nächsten Mal schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Gesichter Pirnas, die WGP-Porträtreihe.